Willkommen zurück in Part 4 von Magitek. So, wir haben gefarmt und auch 3 Dias gefunden. Ich hätte jetzt zwar am liebsten 4 gefunden, aber was soll man machen? 3 sind so viel, wie wir brauchen. Und ich sehe, ist die Smerry voll? Das heißt, wir müssen was rauslassen oder wir müssen sie vergrößern. Das geht auch. Erstmal vergrößern wir uns selber und dann schauen wir mal. Ja gut, wir haben wieder so viel Zeug gesammelt, dass unsere Kisten hemmungslos überfüllt sind, aber bitte. So, ja. Jetzt, wie erklären wir es ihm? Dort gibt es einen Button. So sieht's aus. Da kann man noch nichts dran ändern. So, wo sind denn die Bären? So, das Eisen. Musst du in die Config gucken. Oder nicht Config, in die So, die Smeltery ist viel zu voll. Haben wir denn noch Seed Bricks? Ein paar haben wir noch. Aber das reicht lange nicht, um die Smeltery ein höher zu machen. Oh, 1, 2, 3, 4 und... Ja genau, da gehört der auch hin. Ah, wusste doch, jetzt ist da noch Blut drin. So, Moment. Blood. Dahin bitte. Können wir nur noch Sealed Bricks machen? Haben wir denn noch? Wo klicke ich denn wieder hin? Das ist doch unmöglich. Das haben wir noch. Und Gravel. Haben wir noch Gravel? So, und das da und... Nein, das ist kein Clay, das sieht zwar ein bisschen so aus, ist es aber nicht. Dann machen wir uns noch ein paar Seed Bricks, um unsere Smeltery ein bisschen zu vergrößern. Die brennen wir uns... Nein, nicht den Clay, obwohl den Clay auch. Dann brennen wir uns den Clay auch, dann können wir uns ein paar Blumenpötte hier hinstellen, das ist zwar... Ach ja, das geht ja hier nicht. Es ist zwar vollkommen sinnlos, aber... Bitte. So, jetzt brauchen wir einen Reactor Controller. Da waren wir da, glaube ich, stehen geblieben. Da brauchen wir genau. Wo haben wir sie? Da 1, 2, 3, 4. Einen Dia in die Mitte. Redstone darunter. Der kommt übrigens weg. Und genau, 2 Lelurit an den Seiten dran. Und fertig. Jetzt brauchen wir noch ein paar zusätzliche Module für den Reaktor. Wir brauchen einen Access-Port mit einem Piston und einer Kiste, genau. Machen wir uns erstmal einen Piston und eine Kiste, würde ich mal behaupten. So, das gibt einen Piston. Wer es nicht kennt, soll sich jetzt zum Schirm in die Ecke stellen. Kiste, Piston, von mir ist auch andersrum. Ein Access Board. Jetzt machen wir das, das, das und jetzt. Was war im Chat? Furious Zombie. Läuft. Aha.
Um das mal so auszudrücken. So, das runter und ein bisschen mehr Eisen. Nebenbei sollten wir vielleicht gucken, dass wir ein bisschen schlafen, damit es wieder Tag wird. Das ist auch besser für diejenigen, die von Furious Zombies erschlagen werden. So. Ein paar Bärchen zum Fressen. Und, oh, das ist ja auch nicht ungut. So, direkt nochmal neu ansetzen das Ganze. Und wir gucken weiter. Was hat mit den Reactor Coolant Port? Noch nicht. Controller. Controller. Okay. Immer passiert mir das im Moment. Aus irgendeinem Grund funktioniert das gerade nicht. Okay, Graphit. So, ich wollte ja 3 Stück machen. Das heißt, wir brauchen... Das heißt, wir brauchen... Zumindest davon ja etwas mehr. So, und das brauchen wir auch noch. Eisen, aha. Drei von diesen Zellen, sehr schön. Und? Reicht's noch? Ja, es reicht noch. Jetzt können wir wieder ein bisschen Eisen reinschmeißen, glaube ich. Genau, ich weiß, das war kein Eisen, aber egal. Gehen wir mal nach der Methode vor, was weg ist, ist weg. So, das kommt hier dran und... Oh, da ist... Und da ist auch und wunderschön. Haben wir denn jetzt alles für einen Reaktor zusammen? Das. Aha, das da drüber, das. Ja, ich glaube schon. Wir brauchen jetzt nur noch ein paar Casings und dann... Können wir den eigentlich zusammenbauen? Okay, ein bisschen mehr. Eisen in den... War mir irgendwie klar, dass es nicht reicht. Das war natürlich wieder verkehrt rum. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir haben nicht mehr genug Gelorit, um ihn zu betreiben, wenn wir das nicht korrekt aufziehen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo stellen wir die Kiste hin? Machen wir uns hier mal ein wenig Platz. Ich werde auch noch irgendwann offscreen den kompletten Berg hier auf diese Höhe abplanieren. Weil hier kommt dann unser Haus oben drauf. Aber für jetzt reicht das ein bisschen hier, dass wir hier den Reaktor hier an der Seite platzieren können. Und so, der Baum muss natürlich weichen. Genau wie dieser hier, der muss auch weg. Den genauen Baustil des Hauses habe ich mir natürlich noch nicht überlegt. Es wird wahrscheinlich irgendwas relativ... Na, nicht unbedingt. Wollte gerade sagen modern, aber... Eher so eine Mischung aus klassisch und modern. Vielleicht modernes, klassisches Haus. Wenn jetzt überhaupt jemand irgendwie eine Ahnung hat, was ich damit ausdrücken will. Ich könnte mir denken, dass es wahrscheinlich nicht so ist. So... 3, 4, 5. Natürlich ist jetzt die Schaufel alle, das war klar, das war relativ sicher, dass das passieren wird. So, was kommt denn jetzt eigentlich wohin? Die Dinger kommen in die Mitte. Das kommt oben drauf. Der Controller. Ich glaube, den machen wir mal auf die Seite. Genau wie diesen Port. Und die Power-Tab machen wir auch daneben. Na, ich bin mal gespannt, ob es reicht.
Nein, da wollen wir nicht rein. So. Scheint gut zu sein. Wunderbar. Vor allen Dingen, jetzt funktionieren auch die Texturen dafür, weil in dem anderen... in der 164 bei TechWorld funktionieren nämlich die Texturen nicht. So, Eisen nach unten und direkt wieder Eisen ausgießen. Haben wir hier schon was? Ja, das Ballet ist auch fertig. Es ist wichtig, das immer schön zu vermehren, damit wir später ein größeres Feld machen können. Obwohl ich schon mal dabei bin, machen wir uns direkt nochmal eine neue Schaufel. Oh mein Gott, der hat es schon wieder getan. Sorry, aber das musste sein. Du weißt schon, wen ich meine. Oder dass ich dich meine. Falls du das hier siehst. So. So langsam wird es natürlich Zeit, dass wir den Reaktor mal anschmeißen. Warum mache ich hier eigentlich Erde rein? Das ist total sinnlos, aber bitte. So, Brennstoffe. Bitteschön. Reaktor ist gefüllt, das reicht für den Anfang. Denke ich mal, wir fahren... Achso, wir müssen eine Fledermaus sein, um da hochzukommen, ich weiß. Wir fahren mal die Stäbe großzügig aus. Denn so viel Energie brauchen wir am Anfang noch nicht. Auto-Jack Waste, okay. Fahr mal hoch, du Ding. Oh, der produziert eine relativ große Menge Energie und der ist relativ heiß, oh Mann. Aber er bleibt auf dieser Temperatur, sehr schön. Das freut mich natürlich. So, Reaktor läuft. So, jetzt brauchen wir nur noch irgendwas, das die Energie auch verbraucht. Weil ein Reaktor um des Reaktors Willen zu haben, macht natürlich keinen Sinn. Aber was machen wir jetzt damit? Ja, das ist schon eine gute Frage. So. Was mache ich auch dagegen, dass ich immer so sage? Das ist auch noch so eine Sache, die ich mal gerne gelöst hätte. Ja. Okay. Kommen wir mal zum wichtigen Punkt. Wir müssen irgendwas bauen, dass wir sinnmäßig da daran anschließen können, wie das mit dem ME-Lagersystem. Okay. Nein, ich glaube aber noch nicht. Ich glaube, wir bauen erstmal einen Macerator. Nein, das ist keine gute Idee. Wir bauen einen Pulverizer. Okay. Verstehe ich gerade nicht, warum. Warum? Professor Basic? Was? Das, ja. Wir brauchen einen Pulverizer, um einen Pulverizer herzustellen. Ich verstehe das nicht. Ah, da ist das richtige Rezept. Machine Frame. Leute, was ist das? Glas, Tin Gear und okay.
Ein Tin Gear, da brauchen wir zuerst ein Gear, das machen wir aus Wood. So, da machen wir ein Ding raus und wir haben überhaupt keinen geschmolzenen Tin. Und ich sehe gerade, habe ich wunderbar gemacht. Ich muss erstmal wieder ein bisschen Eisen schmelzen, damit wir hier überhaupt weiterkommen. Ich weiß zwar inzwischen, dass man es umdrehen kann und es war auch irgendwie peinlich, dass ich es nicht wusste. Allerdings habe ich jetzt eher das Problem, dass das hier Teil hier voll ist, deswegen ich nichts mehr auskippen kann. Deswegen brauchen wir ja mal ein bisschen mehr Eisen, um das eben voll zu machen. Und ein bisschen Erde hier dann für ein bisschen vom Berg abgraben zwischenzeitlich, damit wir auch irgendwas zu tun haben. Wie viel Energie hat der Reaktor dazwischen? Oh, der kann sich immer in Ruhe aufladen. Wenn wir schlafen gehen und gucken, ob noch jemand uns nachmacht und ebenfalls schlafen geht. So, wie viele sind überhaupt auf dem Server? Ich habe keine Ahnung. Sind es immer noch 3 wie am Anfang? Oder sind es mehr oder weniger? Aber es müssten hier genau, es waren immer noch 3. Zeit, dass ich mir wieder etwas zu trinken einschütte und einen Schluck trinke. Wir haben übrigens immer noch den Starttag, es ist immer noch Sonntagabend. Und ich hoffe, das war jetzt nicht so komisch vom erzeugten Geräusch her. Kann das sein, dass das genau... Nein, das reicht natürlich nicht. Egal. Ich sag dazu nichts. Oder doch? Doch, ich sag dazu was. Kommt der hier hoch? Guckt uns an, wir gehen an die Seite und er steht da und explodiert einfach. Das ist doch... Das muss man erstmal gesehen haben. Uns fehlt ein Brick. Ja. Ein einziger. Super. So, ja. Warum habe ich eigentlich keinen Hunger mehr? Ich habe schon seit Ewigkeit nichts mehr gegessen, habe ich das Gefühl. Was wollte ich denn machen? Ach genau, ich wollte hier weitermachen. Ich wollte ein bisschen Tin schmelzen, aber wenn wir Tin hier reinkippen, dann haben wir Bronze. Und ich möchte keine Bronze. Das heißt, wir müssen erstmal das verschissene Kupfer daraus machen. Och Mann. Da vergeht aber echt die Lust, wenn man das dann machen muss. Aber ihr habt immerhin das Glück, dass ihr nicht dabei sein müsst, wie ich das mache. Sondern, dass ich das jetzt zwischen den beiden Folgen mache. Also dann, bis zum nächsten Part. Hier bei dem Magitech-Projekt. Und tschüss.